Hallo Freunde der Landwirtschaft, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Im Waldkader Map. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. Und der Christian. Hallo. Und wir haben noch einen Spezialgast dabei, der Mario. Hallo. Der Mario ist der Modder von der Map. Das hier ist jetzt die Waldkader Spezial. Also da ist ein bisschen mehr verbaut drauf und wir sind jetzt noch in der Testphase von der Map. Probieren sie mal aus, ob alles funktioniert. Bis jetzt läuft alles super. Macht auch modsmäßig Fun. Ich bin jetzt hier am Mist streuen. Der Christian ist am Dreschen. Und der Steffen oder Mario sind dabei, ihren Viehhof in Betrieb zu nehmen mit Gras machen und Futter herstellen. Denn auf der Map gibt es zwei Höfe. Einmal der normale, wo man ganz normal gehabt hat am Anfang. Und jetzt extra noch speziell Viehhof. Das andere mit dem Obst, Mario, ist glaube ich Käse, ist separater Hof, ne? Nee, das ist kein separater Hof, da ist einfach bloß als Zwischenverdienst. Ja. Den können die Spieler ausnutzen, bis zum geht nicht mehr, der wehrt sich auch nicht. Ja. Das ist gut. Auf jeden Fall ist das hier so verbaut, dass man wirklich fast jeden Schritt, wie ich sag mal, in der Realität durchgehen muss, ne? Weil so Ertragsmod mit drin ist. Das heißt, Gülle ausfahren, Mist ausfahren, am Anfang pflügen und so weiter. Also ist nicht einfach so getan mit Dünge und Ansäe, ne? Schon ein bisschen mehr Arbeit. Genau. So, also der erste Misthänger ist leer. Ist schon verfahren. Dann komme ich gerade runter, stelle den bei euch auf dem Hof ab. Lauf dann am besten mal eine Runde kurz über den Hof, um noch kurz zu zeigen. Chef, der will unseren Hof verscheuern. Gib den Blei, mach's du zu. Ruf die Agrarpolizei. Ja. Ach naja, wenn die hier ist, dann ist dann der Hof schon lange weg. Richtig. Wir haben die Agrarpolizei vorhin auch nicht gerufen. Ja, wo plötzlich unser Kipper weg war. Genau, der Diebstahl in unserem Hänger, du. Diebstahl vom Hänger. Ach. Ausgeliehen, ne? Das müssen wir erstmal beweisen. Ich bin Pole, ich weiß von nix. Ja. Muss erstmal gucken, Arthur geht's ran. Gnädige Frau, laufen Sie mal ein bisschen schneller. Oh, sogar eine rosane Schücher hat sie an. Ist aber auch nur ein geiler Bock, du. Da geht's rein. Du, wirklich Atemnese, ach, kein Vater. So, gucken wir mal, wo wir denn da parken.
Also das Güllefass, habt ihr das schon gekauft? Kann ich das abholen, oder? Ja, das ist beim Händler. Gut. Wie gesagt, das ist der neue Hof. Jetzt steht auch dahinter, der Rübeschnitzler ist jetzt auf dem Viehhof. Ist jetzt nicht mehr auf dem Haupthof. Ich hab gedacht, du gehst raus. Geht's nicht. Aber Heiko, so mit dem Gucken hast du es nicht, ne? Wieso? Du suchst das Güllefass, ich stand eben neben dir mit dem Güllefass dahinter. Oh, das ist gut. Ja, das ist gut. Okay. Ich hab schon, kannst du jetzt Flug hinterhängen? Ich hab noch mal eine Spur hochgezogen. Gut, dann fahr ich auf den Hof, hol den Flug. Chef, ich muss was beichten. Baum ist heile, aber beim Schlepper ist vorne die ganze Achse verzogen. Was? Warum? Ja. Nichts, ist gleich Weihnachten. Alles gut. Du hast Glück, dass da Mikrofon, Mikrofon im Arsch ist, ne? Ich frag mich wirklich, wo mein Alter hier sich rumtreibt. Ich sehe ihn auf der ganzen Karte nicht. Spielst du unter der Karte oder? Ich bin an der BGA. Auf der Wiese. Kann schon kommen. Komm, hopp, komm, komm, komm. Ich acker hier, Junge, mir läuft das Wasser den Hintern lang runter. Und der Chef nicht da, ne? Und der pimpert sich durch die ganze Karte. Komm nur mal her, da steh in die Fangsch. Mario, das fällt ja schon fast schon der Mobbing, du bei euch zwei. Ja, ich muss mich um Haus und Hof kümmern und der Alte verlässt morgens die Hütte, die Olle kommt raus, fragt mich, wo der ist. Jo. Ja. Ja, also hast du dich als mal Frau geoutet. Als mal Bäuerin. Als deine Bäuerin, natürlich! Hallo, ich bin die Bäuerin Mario. Ja, wenn ich noch zweimal gegen die Pumpe fahre, ist sie ganz hin. Ist sie ganz hin. Da. Man haben wir Haufen Geräte auf dem Hof, ey. Wenn man jetzt überlegt, was nur noch alles Trauhänger haben, ne? Und das noch nicht auf dem Hof steht. Ja, wenn du soweit bist, mit dem Abtank ist auch Bescheid, ne? Ja, ich hab schon Abtank wieder. Gut. Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir Eckkipper in die in den Hof und Ella immer abfahren vielleicht. Immer abwechseln, Fische. Machen wir das Lager voll und kriegen gleichzeitig auch noch Geld ein bisschen. Ja.
Ja, unser Blauer, der müsste aber schon irgendwo auf dem Hof stehen, glaube ich, gell? Ja, den habe ich schon beim Seedmaster dran. Ah. Weil da habe ich vorhin schon 10.000 Liter Weizen drin gemacht, gleich. Ah ja, gut. Hat auch funktioniert, mir war jetzt alles in den Gang, ne? Was da richtig funktioniert. Ja. Naja, muss man ja was testen, ne? Das läuft. Ich fange hier bei der Bahn an. Der fährt bloß immer hoch und runter, das ist leicht. Schatz, ich komme jetzt nach Haus. Oh, Schatz. Hör auf mit so Käserich! Schatz, ich komme nach Haus. Aufklappen. Hoch mit dem Ding. Drehen wir gleich. Langsam war da 8. Du musst schön flügen. Das gefällt mir jetzt richtig gut, weil das macht man eigentlich ziemlich selten. Weil wenn wir meistens so gespielt hatte, hat man ja gleich direkt gegrubbert. Damit direkt Saatgleit drüber. Ne? Ja, das ist noch besser, ja. Bloß das Zeitvorspule ist dann gleich fast zwecklos. Weil das dauert ja doch jetzt schon eine Zeit, bis du, sagen wir, das Feld doch fertig geflügt hast. Hm. Mit 2,5 Meter macht man doch nicht viel, ne? Auf jeden Fall macht es richtig viel Spaß. Und so soll es die normaler Sinn, dass es Spaß macht, nicht einfach. Genau. Da war es hier gekrutzt.
So. Bist du schon beim Flügen? Ja. Sind wir mittendrin. Na gut, noch am Rand, aber bald mitte drin. Gut, dann würde ich sagen, sind wir draußen für den Part. Wir testen noch ein bisschen weiter. Schneiden vielleicht später noch ein, zwei Mitschnitte. Zeichnen ein, zwei Mitschnitte auf. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.